Hallo meine Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Eine Mod vorgestellt. Natürlich wieder für Anno 1800, natürlich wie immer jeden Mittwoch. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder reinschaut. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für das letzte Video bzw. für die letzten Videos. Ihr habt da mega viele Views drauf getan, ihr habt mega viele Likes, ihr habt Kommentare hinterlassen. Und natürlich habe ich auch das eine oder andere Abo dazu bekommen. Dafür ein ganz, ganz, wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Das kommt von Herzen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und noch nicht getan habt, das tut auch nicht weh. Wie gesagt, hinterlasst gerne Likes, hinterlasst gerne Kommentare und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr natürlich auch keine neue Anno 1800 Mod-Folge. Was habe ich euch heute mitgebracht? Ihr seht schon am Titel Nates Windmill. Ja, es geht wieder um den alten Nate, ihr wisst Bescheid, und zwar hat der ein einzigartiges Gebäude, ja, wie soll ich das sagen, ein einzigartiges Gebäude selbst entworfen, selbst entwickelt, sage ich mal. Könntet ihr euch vorstellen, nachhaltig aus Windenergie Elektrizität zu machen und die dann mit Hilfe von Windmühlen an unsere Gebäude zu verteilen? Ja, genau, das geht hier. Ich präsentiere euch heute eine alternative Möglichkeit, Elektrizität zu unseren Gebäuden, wie soll ich das sagen, also durch Windmühlen Elektrizität zu erzeugen und das natürlich in einem ganz, ganz kleinen Radius auf unsere Gebäude zu verteilen. Im Prinzip die Gebäude zu boosten. Das funktioniert ähnlich wie die Kraftwerke, aber Achtung, das hier halt einen deutlich kleineren Radius ist, aber ein wunderschönes Gebäude. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus und also mir gefällt sehr, vor allen Dingen die Höhe. Die Höhe ist sehr, sehr imposant und diese Windmühle deckt einen kleinen Radius ab. Das hat nichts mit dem Kraftwerk zu tun, mit dem mega großen Radius, was ein Kraftwerk abdecken kann. Diese Windmühle ist genau dafür entworfen. Kleines, im Prinzip ein kleines Konzept, mit dem man zum Beispiel so eine kleine, keine Ahnung, so kleine Kartoffelhöfe boosten kann. Oder zum Beispiel Schnapsindustrien. Ne? Also wie oft klemmert denn irgendwo mit Schienen, klemmert denn so eine kleine Schnapsindustrie an mit Traktoren und so weiter und so fort und fragen uns, ah, jetzt reicht das Öl wieder nicht ganz. Ich sag euch, das ist die Alternative dazu. Da stellen wir dann ein Windrad links und rechts auf, beziehungsweise so eine Windmühle. Und wir gehen gleich ins Spiel rein und ich zeig's euch, okay? Bis gleich. So, meine Lieben, jetzt sind wir im Spiel angelangt. Ich möchte euch gerne zeigen, was erstens die Windmühle ist und zweitens, was man damit alles anstellen kann. Als erstes, ihr benötigt 500 Ingenieure, um den Spaß freizuschalten, beziehungsweise, ihr wisst ja, das Gebäude freizuschalten. Das findet ihr natürlich unter Reiter Ingenieure und zwar direkt neben der Elektrizität, wenn ihr das ganz normal installiert habt, die Mod. Und dann könnt ihr die anklicken und schaut mal, das ist im Prinzip der kleine Radius von Nates Windrad. Achtung, da brauchen wir natürlich noch etwas mehr dazu, sondern am besten stellt ihr das Windrad an einen Weg dran und der Weg sollte natürlich, wie hier zum Beispiel mit der Lehmgrube, wie mit den zwei Ziegeleien, sollten natürlich die Gebäude umgehen bzw. umliegend sich auch an diesen Wegen befinden. Weiß, zeige ich euch gleich. Also, wir bauen es hier hin. Schaut mal dieses wunderschöne Gebäude an und Achtung, das klingt sogar richtig gut. Wie wenn das Lager dort oben ein bisschen Öl braucht. Absolut genial. Also gefällt mir total. Schaut mal, was das für ein Riesengebäude ist. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön designt. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Auch von unten her auch natürlich hier oben der... Also das Windrad ist absolut genial aufgebaut. Also super gemacht. Ich finde das immer ganz toll, dass die Modder sich noch eigene Designs ausdenken und wirklich auch, das ist ja hier nachhaltig gebaut, das heißt mit der Windenergie, die wir sowieso haben, weil Wind geht immer ein bisschen in Anno 1800 und sonst könnten ja die Segelschiffe gar nicht fahren und deshalb sage ich mal, ist ja, das ist nachhaltige Energieerzeugung, finde ich richtig, richtig gut. Dadurch wird Strom gewonnen und dieser Strom geht natürlich sofort in die umliegenden Gebäude. Ich hatte euch ja am Anfang gesagt, schaut mal, die werden jetzt komplett alle mit Elektrizität versorgt. Das heißt, boostet das Gebäude nochmal hier schön ums Doppelte. Ihr seht Elektrizität, Elektrizität plus 100%, plus 100% überall. Also es geht wirklich deutlich, deutlich los. Allerdings, wie gesagt, das Problem ist relativ kleiner Radius. Und wenn ihr jetzt alleine schaut, dass das Ding 360 Wartung kostet, dann ist man mit drei so Windrädern ganz am Anfang vom Spiel mit 1000 Wartung. Das ist schon, also ist es kein günstiges Unterfangen, ne? Ist es heutzutage auch nicht, bin ich ganz ehrlich. So. Allerdings, was ihr
Danke, Bente. Allerdings, was ihr beachten solltet, ist, ihr solltet bitte unbedingt die Windräder an die Wege ranstellen, weil, schaut mal, ne, jetzt steht es davon weg, ist nicht mal angeschlossen, das heißt, wird sowieso nur geboostet. Fällt alles wieder ab, ist alles gut. Wenn ihr jetzt nur den Weg hierher baut, schaut mal, dann seht ihr diese ganz, ganz kleinen, niedlichen Elektroleitungen, die wirklich nur an dieses Gebäude angehen. Okay? Wenn ihr jetzt allerdings wollt, dass natürlich auch die Lehmgrube mit Elektrizität geboostet wird, solltet ihr ja hier runter einen Weg bauen. Und schaut mal, tralala, hier gehen die kleinen Elektroleitungen ran, bis ans Gebäude wird auch geboostet. Und das wollte ich euch nur sagen, wenn es geht, baut das Ding auf jeden Fall möglichst mittig an den Wegen dran, damit ihr hier auf jeden Fall die umliegenden Gebäude, ne, schaut, bis hierher geht es schon mal nimmer. Hier, ne, auch wenn der Radius noch ein kleines bisschen überdeckt, aber bis hierher reicht auch die Reichweite nimmer. Das heißt, wir sollten es hier nochmal abreißen und dann, wie gesagt, hier herstellen und dann, meine Lieben, dann passt es wieder. Also ein richtig, richtig geiles Gebäude. Das steht natürlich auch ganz, ganz oben auf meinem Anno 1800 Staffel 2 Zettel drauf, dass wir auf jeden Fall das Gebäude mit einbinden werden. Finde ich eine klasse Alternative und das richtig Geniale ist, es ist sehr teuer. Ja, das ist nicht genial, aber für Spelling Sync absolut perfekt. Es ist relativ teuer und hat einen kleinen Radius. Da sollte man sich dann wirklich überlegen, lohnt sich das, erstmal 2, 3 Windräder zu bauen oder geht man direkt gleich auf Kraftwerke, investiert wirklich in diese doch große Kette, ne, mit Schienen und mit Öllagern und mit Ölraffinerien. Ihr wisst Bescheid. Oder. Also man kann dann sehr, sehr viel drüber nachdenken, sehr viel sinnieren. Zum Beispiel nimmt's wenig Platz weg, brauche ich nur ein paar Gebäude zum Boosten, dann kann ich mir natürlich so ein kleines Windrad durchaus leisten oder 2, 3 Stück. Also es gibt hier aberwitzige Möglichkeiten, wie man sich hier wieder zusätzlich mit dem wunderschön designten Windrad entfalten kann. So, meine Lieben, das war's für die Mod. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn der eine oder andere natürlich ins Discord findet. Unser Discord wird immer ein bisschen größer. Mittlerweile sind wir schon eine kleine stattliche Anzahl von Membern, die von meiner Community mit ins Discord eingetreten sind. Dafür von meiner Seite nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Und wie gesagt, wenn ich hier nicht direkt ansprechbar bin, beziehungsweise Kommentare zurückschreibe, meldet euch gerne im Discord und da bin ich auf jeden Fall öfters erreichbar. Dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ganz, ganz lieben Dank und liebe Grüße, euer Zanto. Bye, bye.